Ich geh von alleine! Er hat den Knopf gedrückt. Ach, nicht doch. Ey, was kommt denn jetzt noch? Das ist keine mehr. Pfeile stehen die blauen sehr. Was? Das ist keine mehr. So, da muss ich hier. Okay. Was ist hier nur los? So ist. Ich schick gar nichts mehr! Was ist denn hier alle von riesigen Atom? Aber geil ist es schon. Das ist ja verrückt. Da sind diese drei Sachen. Aber ich komme da nicht ran. Okay, das ist anscheinend der letzte Schalter. Ich muss erst blau und rot wegkriegen. Okay, Tür ist zu, verdammt. So, ein verdammter Mist. Okay, rot. Jetzt anscheinend zu den roten. Okay, speichern. Warte, guck mal, das schaffen wir das doch. Erstmal Lucky Laura, danke für deinen Resub, dankeschön. Es geht nur in eine Richtung zuerst. Es geht erstmal nur nach oben. Oder nicht? Die roten ganz schnell liegen, wenn Bomben um die Ohren fliegen. Okay, blau Pfeil. Okay. Statuen gehen weg. Oh. Ey, Fumi ist dabei. Ich mache kaum Schaden gegen die Viecher. Fumi erst recht nicht. Tschüss, Mann. Zauberbikini gefunden. Gleich mal anziehen. Er kann den Zauberbikini nicht anziehen. Ein magischer Bikini. Schon stärkste Item im Spiel. Leute, das sind ja die 90er. Da konnte man als männlicher Protagonist noch keine Dings anziehen. Okay, dann weiß ich es. Aber dann weiß ich, Bescheid und ich weiß es. Hier war noch die rote Statue. Und die braucht Bombs. So, und jetzt ist vielleicht hier ja alles open. Er hat den Knopf gedrückt. Ich hab's geschafft! Ich wusste nicht, dass es so etwas in diesem Turm gibt. Iris schon wieder! Hallo? Ist das Pandoria? Wie bin ich hierher gekommen? Maxim! Was? Oh, Selan, ich nehme an, in Pandoria ist alles in Ordnung? Ja! Sind alle wohl auf? Ja, die Leute in der Stadt, Guy, DK und Tia, einfach alle sind wohl auf. Das ist gut. Ich verdanke dir alles. Naja, das ist nicht wahr. Alleine hätte ich das nie geschafft. Aber er wollte doch unbedingt allein... Ohne die Mädels jedenfalls. Das kann schon sein, aber du bist trotzdem etwas ganz Besonderes.
Aha, du vertraust mir nun endlich. Nö. Immer noch nicht? Na, vielleicht doch. Selan, also bitte. Maxine, ich bin so... Es ist so schön, dich wiederzusehen. Was ist los? Ich wusste, du würdest wiederkommen. Ich bin einfach überglücklich. Du bist hier. Endlich hier. Und du wirst nicht wieder gehen, oder? Steht ihr jetzt auf uns, oder was? Magt ihr uns jetzt ein bisschen, oder was? Was ist hier los? Tier ist doch irgendwie... Weinst du etwa, Selan? Du hast doch gesagt, Mädchen sollen nicht immer weinen. Ist schon gut, kleines Mädchen. Manchmal muss man eben doch weinen. Ja, vor allem sie jetzt voll am Boden zerstört. Ach, sie schnappt sie einfach die K. Geht's dir wieder gut? Ich dachte, du liebst Maxim. Ja, das tue ich. Er ist gleich gecheckt. Er ist der Frauenversteher. Aha! Ich wurde in meiner Kindheit immer gehänselt, weil ich oft weinen musste. Das scheint ja in jeder Stadt irgendwie das gleiche Problem zu sein, oder? Maxim hat mir immer geholfen. Er hat einmal gesagt, dass man mich hänselt, weil ich weine. Ja, das haben andere auch gemacht, die anderen Jungs. Also habe ich aufgehört zu weinen und keiner hänselte mich mehr. Seitdem habe ich nicht mehr geweint und hätte es auch nicht gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. Vielleicht kann ich nie wieder weinen? Unsinn, Mann. Warum sagst du das? Wenn du einen richtigen Grund hast, wirst du auch wieder weinen können. Aber zum Glück schlage ich ja keine Frauen, sonst könntest du dir direkt demonstrieren. Maxim ist zwar ein netter Kerl, aber ihr beiden lebt in verschiedenen Welten. Das weißt du auch, oder? Ja, ich weiß das schon seit langem. Ich habe im Turm etwas Wichtiges erkannt. Ich liebe Maxim, aber nicht den Krieger in ihn. Nicht den Krieger? Ja, ich könnte mit ihm als Krieger nicht leben. Einen Krieger zu lieben heißt, lange Zeit auf ihn zu verzichten, wenn er in die Schlacht zieht. Selan könnte es. Sie glaubt an ihn. Allein der Gedanke, dass Maxim im Kampf etwas zustoßen könnte, bringt mich schon fast um. Ich bin nicht stark genug, um diesen Zustand ertragen zu können. Ich liebe ihn und deshalb werde ich ihn sicher nicht im Weg stehen. Willst du nicht einmal mehr von ihm verabschieden? Ey, du bist unsere Heilerin, du kannst dich abhauen. Gewesene Erdbeerjuwel her. Nein, wenn ich ihn jetzt noch einmal sehe, werde ich bestimmt losheulen. Irgendwann wirst du wieder weinen. Deine Tränen sind doch nicht für immer vertrocknet. Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt schon etwas besser. Ich bin zwar ein großer Krieger, kann aber auch ein großartiger Zuhörer sein. Ja, du hast recht. Richte Maxim bitte aus, dass ich sicher noch den richtigen Mann finden werde. Ich kann ihn einfach abhauen! Die Heilerin, Mann! Die Hochzeit! What? Hey Linda, danke für deinen Resub. Wie jetzt die Hochzeit? Was? Hä? Spiel vorbei, geil. Okay, jetzt alles klar. Glückwunsch, Selan, du siehst traumhaft aus. Selan, du wirst du wirklich heiraten? Hör auf zu heulen, Mann, das ist der glücklichste Tag in ihrem Leben. Maxim ist erst seit einiger Zeit wieder hier. Die Hochzeit findet etwas überstürzt statt. Was ist mit deiner Freundin, Guy? Will sie dich nicht auch heiraten? Ja, aber Frauen verstehen den Abenteuerdrang eines Mannes nicht. Krieger brauchen keine Frauen. Leute, er gibt ihm ja alle recht, weil er hat die Courage, das zu sagen. Alter, jetzt... Denkst du das wirklich von uns Frauen, Guy? Jesse, was machst du denn hier? Ich schaue mir die Hochzeit an. Ich kann aber auch jederzeit wieder gehen, wenn es dir nicht passt. Alter, alle hören euch, ey. Jetzt machen die auf der Hochzeit hier übelst den Stress, ey. Nein, nein, ich habe nur ein wenig Spaß gemacht. Du weißt doch, dass ich dich brauche. Ja, sicher. Ach komm, Jess, ich habe doch nur einen kleinen Spaß gemacht. Ey, das verpasst du jetzt bei der Hochzeit. Das ist also ein richtiger Krieger. Ich glaube, so zeigt man, dass man sich mag. In deinem Hochzeitskleid siehst du wirklich bezaubernd aus. Danke, das ist lieb von dir. Kommandantin Selan, im Südflügel des Schlosses sind Dämonen eingedrungen. Wir brauchen dich.
Also wirklich, siehst du denn nicht, dass wir gerade eine Hochzeit feiern? Aber Selan, versteckst du denn nicht dein Schwert unter deinem Hochzeitskleid? Oh, du hast es also doch rausgefunden. Ich fühle mich einfach nicht wohl ohne Schwert. Du hast aber auch dein Schwert dabei, oder Maxi? Ja, Maxi hat auch sein Schwert dabei. Was ist denn das jetzt hier? Ja, ich wollte dir mein Schwert aber nicht erst in Hochzeitsnacht zeigen, Selan, weißt du, na, es ist halt vorher, es ist halt ein Teil von dir. Bitte, Kommandante, bitte! Lass Maxim erst später das Schwert wegstecken, jetzt erstmal, ich denke, ich muss. Was meinst du, Maxim? Der Hochzeit fehlt es ein wenig an dramatischen Momenten, oder? Ist das ein Quatsch, ey. Ja, genau! Maxim, warte auf mich, ich komm mit! Ich hab nichts anderes erwartet, geil. Tschüss! Maxim, Selan, ich gehe voraus und treffe euch später, okay? Warte mal, im Arsch! Sollen wir, Selan? Natürlich. Eigentlich dachte ich, dass mit dem Messer der Hochzeitskuchen eingeschnitten wird. So sind die beiden halt. Ich schau mal, ob ich ihnen ein wenig helfen kann. Es ist ihr Hochzeitstag. Keine Sorge, mit diesen Monstern werden sie spielen fertig. Solange kein Höllenfürst wie Gardus auftaucht. Dank Maxim, der sein Leben riskierte, um Gardus zu bekämpfen, haben wir wieder Frieden. Ja, Maxim ist schon ein toller Bursche. Das stimmt. Im Frühling. So hier mit dramatischen Zeitsprüngen und alles. Ey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hallo, da bin ich wieder. Hallo. Hier riecht es aber lecker. Ja, ich habe was ausprobiert. Ehrlich, was ist es denn? Ich habe einen Blob in Olivenöl frittiert. So, du meinst, man kann das essen? Woher soll ich das denn wissen? Hast du es nicht probiert? Nö, denn du musst es probieren. Jetzt im Herbst, Krankenhaus tot. Im Sommer... Ey, was ist denn hier los? Ey, wenn jetzt auf einmal richtig schnell ist, erstmal alle vorspulen. Es ist wirklich heiß. Ich hab noch so ein Zauberbikini gefunden. Vielleicht, ja, es ist der Sommer. So ist der Sommer. Gehst du dieses Jahr ans Meer, Selan? Mal sehen, Maxim, gehen wir ans Meer? Ja, ich hab ein Bikini gefunden. Kannst du haben. Klingt geil. Selan hat einen neuen Badeanzug. Er besteht aus zwei Teilen und wenig Stoff. So, wir müssen jetzt hier abbrechen, Leute. Das wird mir zu heikel. Das wird mir einfach zu heikel, Leute. YouTube wird mich wieder demonetarisieren. Ich werde gecancelt. Alle Strikes dreimal rein, Leute. Was habt ihr mir hier für ein Spiel wieder empfohlen? War das euer Plan? Die ganze Zeit? Ich verstehe schon. Ich habe zwei Teile wenig Stoff. Hey. Zwei Teile wenig Stoff? Ich dachte, wir gehen zum FKK-Strand. FKK-Strand. Da brauchen wir ja keinen Bademantel. Aber er voll. Surface ist nur für junge Frauen. Ich werde wieder meinen alten Badeanzug tragen. Wie alt sind die denn? Sind die nicht 12? Im Herbst. Ey, was? Ich geb auf, Mann! Jetzt schon, wir haben doch optimale Trainingsbedingungen hier. Kannst du nicht ein wenig besser sein? Jawohl, du bist stark wie immer, Selan. Ich habe aber seit meiner Hochzeit nicht mehr viel trainieren können. Stimmt's, Maxim? Wer rastet, der rostet, mein Schnuckelchen. Ey, was ist denn das für ein Spiel, wenn man völlig andere... Was ist denn mit seinem Schicksal zu reisen und zu kämpfen? Du bist wahrscheinlich der einzige Mann, der stark genug ist, um eine Frau wie Selan zu heiraten. Selan ist fabelhaft, sie besitzt alle Eigenschaften einer wahren Traumfrau. Danke, du bist ein echter Schatz, Maxim. Hör auf, ich werde gleich rot. Hi. Wow, das nenne ich echte Schwertkunst. Die beiden geben ein tolles Paar ab. Jetzt im Winter. Alter, ein Tier ist einfach weg für immer. Jetzt, ich bin schwanger.
Nun sind wir schon fast ein Jahr verheiratet. Die Zeit fliegt nur so dahin. Ich weiß. Bist du glücklich, Selan? Hm? Aha! Liebst du mich noch? Das muss ich dir doch endlich erst sagen, oder? Doch! Du willst also wirklich, dass ich es sage? Ja, ich brauche das ab und zu. Selan, ich... Von mir, ja, Kind Schnee nischt. Es ist ein Junge! Was ist denn jetzt? Es ist ein Junge, Selan! Oh, mein Baby! Toll, sie kann jetzt auch nicht mehr teilnehmen am Kämpfen. Selan, geil, Mann! Schau, Maxim, es ist ein Junge und er sieht aus wie du! Das hast du gut gemacht, geradezu perfekt! Oh ja, wir müssen ihm einen Namen geben. Wie findest du Jiros? Jiros. Warum nicht Jesus? Oder? Ja, das ist ein guter Name für solch ein Kind. Mir gefällt er auch sehr gut. Diesen Namen hast du ja auch selber ausgesucht. Ja! Hallo, mein Ehemann. Jetzt bist du zum Tod oder was? Was passiert denn? Was ist jetzt hier los? Wie geht es Jiros? Er schläft tief und fest. Das habe ich mir gedacht. Es war hier so ruhig. Ja, die Ruhe tut gut. Du hast Probleme, ihn ins Bett zu bringen, oder? Du doch auch! Was war das für ein Geräusch? War das Baby? Es kam aus dem Klassenzimmer. Ich gehe mal schnell nachsehen. Du! Du bist du da! Ich hab dein Baby! Was machst du da? Befehle von oben. Werde ich beauftragt, etwas zu tun? Doch nicht etwa Gardes, den haben wir zerslasht. Nee, nicht Gardes. Wer dann? Komm zum Leuchtturm im Norden und finde es hier raus. Maxim, unser Baby! Er hatte doch noch vollgeschissene Windeln. Einfach mitgenommen. Ich weiß, wir müssen schleunigst zum Nordleuchtturm gehen. Leute, ich bin einfach fassungslos. Und deswegen würde ich sagen, ey... Der Chat erstmal nur so als Schwachsinn, ey. Ich hab dein Baby, ja wirklich, ey. Och, es fällt sehr schwer, das irgendwie andersweise ernst zu nehmen. Es tut mir leid. Aber natürlich trotzdem, das Spiel würde ich sehr gerne noch weiter. Ach man, ich hab Angst, wenn ich jetzt rausgehe, dass leider die anderen kommen. Um halt hier noch irgendwie sich anzuschließen oder so. Okay, komm, das war richtig schön, Schluss machen. Ah ne, okay, gut, alles klar. Pandora. Leute, warte, ich geh mal schnell in der Küche nochmal schön speichern. Und dann ist für heute Schluss. Das Licht, das aus Selans Haus kam, flog direkt in den Nordleuchtturm. Wie kann ich dir helfen? So. Alles klar. Leute. Ich muss erstmal klarkommen wieder. Aber das war Lufia für heute. Anscheinend haben wir den ersten richtigen Oberboss besiegt, den ersten Höllenfürsten. Also das Spiel macht schon Spaß. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf das, was noch kommt. Ich hab dein Baby, ey. Chat rastet schon richtig aus. Mir fallen so Begriffe wie RPG Maker Trash Story. Leute, das war's. Wie gesagt, Leute, lehnt uns nicht über das Spiel ein. Lass uns doch ein bisschen Spaß haben mit dem Spiel. Ja, wir zocken es ja trotzdem weiter. Ich finde es ja bisher, also das Gameplay finde ich sehr cool. Bisher immer noch. Also man kann es super spielen. Ja, das ist doch schön, wenn man da die Story nicht ganz ernst nimmt. Vielleicht war doch nie so gedacht für den Entwicklern. Wir zocken es noch weiter, aber das ist erstmal Lufia für heute. Dankeschön und bis zum nächsten Stream. Wir müssen ja unser Baby zurückholen. Ciao, ciao.